Ja, alles klar? Alles klar. Bist du fit? Ich bin sehr fit. Ja? Sehr. Hast du gut geschlafen heute? Sehr gut heute. Okay, dann zeigst du mir mal ein bisschen hier ja, deine das Area. Das ist die Sibeliusstraße. Ich bin ein Flüchtlingskind. Da wo mein Vater herkommt, herrscht Krieg, Menschen flüchten in ein anderes Land, um die Family zu stützen mit Geld aus der ersten Welt, bis sie glücklich sind. Ich bin ein Flüchtlingskind. Da wo mein Vater herkommt, herrscht Krieg, Menschen flüchten in ein anderes Land, um die Family zu stützen. Ja. Okay, ich kenne mich hier nicht aus, du musst mich führen. Ich muss dich führen, okay. Wo bist du aufgewachsen? Also hier bist du... Hier, das ist der Spielplatz, genau auf der Straße. Das sind alles die Hochhäuser. So hoch sind die aber jetzt auch nicht, ne? Nee, nee. Das ist noch überschaubar. Das ist noch überschaubar. Hier ist es noch, die haben es noch schön gehalten. Die wollten es nicht zu ghetto aussehen lassen, deswegen auch die bunten Häuser. Das ist ja so schön. Das Spezifische ist hier, dass hier alle Kulturen zusammenkommen. Das hier... Was hast du hier? Was sind das für Kulturen? Afghanen, Russen, Albaner, Sinti und Roma. Neue Leute wurden alle herzlich aufgenommen. Ich weiß nicht. Ist die Stimmung so, dass die Leute hier mit offenen Armen empfangen wurden? Oder? Muss, ne? Tellytales, ich repräsentiere meine Stadt voller Stolz in der Brust. Und zensierte Emotionen findest du hier von Glück bis Frust. Wo bist du jetzt aufgewachsen in dem Haus? Das ist mein Haus. Okay. Muss man noch mal kurz von vorne zeigen. Ja, Mann. Ich werde gerade ein bisschen emotional. Oder? Ich bin hier zu lange nicht gewesen, ja? Echt? Ich liebe es hier. Warst du das letzte Mal hier? Du wohnst hier gar nicht mehr. Ich wohne hier nicht mehr. Wo bist du jetzt hingezogen? In die Nähe von der Reeperbahn. Ambo! Auf der Reeperbahn, Digga! Auf der Reeperbahn! Ich bin gern nah am Geschehen, deswegen ist das schon gut so an der Reeperbahn. Eigene Wohnung und so. Mag ich so. Hier sind alle ein bisschen radikaler, sag ich mal so. Hier sind die alle ein bisschen temperamentvoller. Also. Es aber gab Stress kleine. Ist Stress vorprogrammiert? Nicht vorprogrammiert, wenn du weißt, wie du mit den Menschen umgehst, wenn du kein Alien. Wenn du nicht versuchst, ein Alien zu sein. Weißt du? Dann ist man denn Alien? Wenn man sich nicht integrieren will, zum Beispiel, hier sind manchmal Kinder hergekommen aus anderen Ländern und können kein Deutsch, aber sind trotzdem gut klargekommen mit den anderen Kindern hier. Und das ist einfach Offenheit, die du haben musst hier. Wenn du nicht offen bist und dich zurückziehst und dein eigener Mensch bist, dann, weißt du, dann ist das nicht gut. Viele Leute aus meinem Video zum Beispiel, hier wohnt einer aus, man sieht, Leute aus meinem Video sind zum Beispiel hier, haben die gewohnt, Mustafa heißt der. Das war dir aber schon wichtig, oder? Als du dein Video gedreht hast, dass du hierher kommst und die ganze Geschichte hier nochmal nacherzählst. Auf jeden Fall. Und was geht ab? Mein Name ist Telly, ich komme aus Barenfeld. Sibeliusstraße, zwar in Hamburg, doch eine andere Welt. Wo die Flüchtlingsfamilie hingebracht wird, damit sie nicht nass irgendwo im eigenen Land stirbt. Ich habe hier 11 Jahre gewohnt, ich liebe diese Gegend. Jeden Tag hier bis 11 Fußball gespielt. Viele ausländische Kinder, das ist eine gute Atmosphäre. Das ist so wie in den Hip-Hop-Videos in der Bronx und so. Das ist so ein geiles Lebensgefühl hier gewesen. Die Bassboxen haben hier rausgedröhnt, das muss man sich vorstellen. Das ist geil gewesen. Man hat überall Musik gehört, besonders wenn die richtig die Sonne knallt. Aber es gibt ja auch negative Seiten, ne? Nämlich, dass hier Familien wohnen, die nicht so viel Kohle haben. Auf jeden Fall. Nicht so viele Chancen haben. Ja. So, wie beurteilst du das? Ich meine, so wie, wenn du darüber sprichst, du sprichst total positiv. Als wäre das schön und gut. Es gibt gar keine Probleme. Ich spreche positiv von der Herzlichkeit, die Menschen die hier zeigen. Okay. Und du bist gezwungen, Herzlichkeit zu entwickeln und menschlich zu werden, weil wenn du kein Geld hast, was bleibt dir sonst übrig? Du musst ja irgendwie dein Leben schön machen. Mhm. Und die Leute hier, das ist übrigens der Asylblock. Gerade die Leute hier zum Beispiel, ne? Ja. Die haben es richtig hart. Die wissen nicht, ob sie morgen wieder raus müssen aus dem Land. Genau, das ist das. Dieses Land ist kalt und dann ist es teuer. Mein Chef kann mich nicht bezahlen, vielleicht werde ich gefeuert. Und ich lebe in einer Ausländersiedlung. Mit Russen, Afghanern, Ghanesen und Zigeunern. Ein bisschen von meinem Vater macht, dass sie auch mich verstehen. Ich bin sein Erbe, der Kämpferinstinkt will nicht vergehen. Ich mag das nicht. Ich kann mir nicht selber zugeben, dass ich verkacke in meinem Leben oder dass mein Leben scheiße ist. Ich kann mir das gar nicht selber zugeben. Mhm. Ich muss immer kämpfen, egal ob wir Geld haben oder nicht. Weißt du, weil im Endeffekt hängt alles an dir. Es hängt alles an dir. Was Schule angeht, habe ich mich angestrengt. Ich habe immer Basketball gespielt. Hab mit 13 habe ich so And-One-Tapes.
wo ich das gerade sag, Nathan, Nate hat mir das erste Mal ein End-One-Mixtape gezeigt. Und dann war alles aus. Dann musste ich anfangen, Streetball zu spielen. Und dann war ich Fanatiker und irgendwann habe ich nur noch trainiert. Jeden Tag bin ich hier auf den Basketballplatz da hinten gegangen, in der Richtung. Habe ich immer alleine gespielt. Mit Nathan oder? Auch manchmal mit Nathan, auch manchmal im Karo-Viertel. Auf dem Gummiplatz im Karo-Viertel haben wir auch manchmal gespielt. Mhm. Bei mir ist es dann ernster geworden, dann habe ich das ernst genommen, habe jeden Tag einfach nur. Dann war es auch gar kein Streetball mehr, war es auch kein Spaß mehr, dann war ganz ernst. Mhm. Hamburger Auswahl, dies und das, habe nur noch. Warst du da drin? Ja, ja. Okay. Bin nach Amerika geflogen, nach Italien geflogen, habe Basketball gespielt da. Und ja, das war dann mein Leben, nur noch Basketball, Schule. Und manchmal rausgehen. Du warst sehr gut, ne? Und Basketball war deine Leidenschaft. Ja. Und dachtest du irgendwann mal, du kannst vielleicht Geld damit machen? Ja. Und dann? Was ist passiert? Ach, ich weiß nicht. In Amiland ist das halt der Nationalsport so, ja. Basketball. Ja. Deswegen ist es sehr schwer, da was zu, also wirklich was zu reißen im Basketball. Es gibt tausende Leute, das ist ein riesiger Sport so. Das ist die Garage übrigens, wovon ich rede beim Halt-die-Fresse-Dings hier. Das ist die berüchtigte Garage. Hier versteckt man dann ein paar Sachen, wenn man nicht will, dass das zu Hause von der Mama gefunden wird. Kannst du dir erklären, warum so viele Leute das Grüne brauchten? Ja. Weil, was das angeht, man denkt einfach viel mehr nach übers Leben. Man wird selbstkritischer. Man wird kritischer, was alles angeht, was die Welt angeht. Man denkt mehr über Gott und die Welt nach. Aber manche vertragen es nicht. Manche können dann nicht mehr nachdenken. Aber ich denke, es ist immer gut. Auch um runterzukommen, auch um nicht zu viel Stress zu haben von jedem jeglichen Stress. Du entspannst dich. Ob es schulischer Stress ist, ob es Stress auf der Straße ist, was passiert, du entspannst dich einfach. Eben, das ist ja das Problem. Ne? Das eine, was du beschreibst, ist ja echt schön. So, man denkt so ein bisschen nach. Ja. Und die Musik und so. Ne? Genau, man fühlt alles mehr. Auf der anderen Seite, du kannst drauf echt hängen bleiben. Genau, das ist das. Und da musst du aufpassen. Mhm. Und sei dein eigener Mensch. Hab deine Meinung. Mhm. Bild dir deine Meinung. Du musst wissen, wer du bist. Keine Bildwerbung. Niemals ein Lügner, Betrüger, dieser Typ ist klüger. Ich soll bescheiden sein, ja, aber dafür leiden, nein. Also hab ich das geilste Grün. Es ist leicht, riecht schön und du weißt. Ring, ring, komm mal durch und bitte deine eigene Meinung.